Ich weiß schon, das wären jetzt. Oh! Wahrscheinlich darf man nur einmal über diese zerbrochenen. Okay, und wie viele Züge? In 5 Zügen. Und man darf wahrscheinlich auch nicht drauf stehen bleiben oder so. Ja. Dachte ich mir. Okay. Ich versuche erstmal das. Ja, okay, das fand ich ja jetzt nicht schwer. Verdammt! Was denn? Oh. Doch, das ist schwer. Ich finde das nicht so. Ich sollte mal Licht machen. Kannst schon mal überlegen, was du uns bestellst. Ja, kann ich machen. Kann ich bitte noch das haben? So. Ah, nee, Mist. Ich hatte gerade überlegt, ob es noch eine alternative Möglichkeit gibt zum Lösen, aber überleg dir mal. Geh das Rätsel mal rückwärts an. Weil wo müsstest du denn definitiv stehen bleiben, bevor du zu dem Das weiß Ausgang ich gehst? schon. Und? Ja, ich Wo? muss ja auf jeden Fall vor dem Blauen. Welchem? Den unteren. Genau. Und das heißt, ich muss auch vor den Gelben davor. Und ich muss dann da oben bei dem Gelben oder beziehungsweise dem Blauen ankommen. Also warte mal, zeig mir mal, wenn du. Ich muss ja um hier anzukommen, muss ich ja von hier alles kommen. Na, ist die Frage, ob du von hier oder von hier? Weil den kannst du ja auch. Nee, von hier kann ich ja nicht kommen. Ne, wieso doch? Du Nee. kannst den doch runterklappen und dann Ja, aber wie soll ich denn draufstehen. von da kommen? Hier kann ich ja nicht anhalten. Und hier komme ich nicht hin. Hä? Moment. Nee, du, also du willst also sozusagen sagen, aber du müsstest dann an den ran. Aber hier müsstest du ja dann vorher anhalten können irgendwie und das geht ja gar nicht, weil du nirgendwo Ja, was ich zum Ding. weiß. Deswegen, warum kannst du nicht hier stehen, bevor du hier rüber gehst? Weil ich da nicht drankomme. Wie denn? Wieso Weil nicht? wenn ich nach da schlittere und der unten ist, komme ich auf das Zerbröselte. Wenn ich von hier kann ich nicht kommen, weil es hier zerbröselt ist und ich da nicht feststehen kann. Du kannst ja auch vielleicht von hier weiter oben, unten, oben. Kann ich nicht. Ich gehe mal ans Telefon. Ja. Warum nicht? Du musst, also, vielleicht kommst du ja doch irgendwie dahin. Ich glaube, das ist sogar für mich. Entschuldigung, dass ich gerade so bin, tut mir wirklich leid. Ich bin bei sowas halt mega schlecht. Also wirklich, ich kann sowas gar nicht so Schieberätseln und sowas und normalerweise meine Stärke eher, aber so. Hilfe? Aber immerhin weiß ich jetzt, was ich ungefähr machen muss.
Und ich habe es in 5 Zügen immerhin geschafft. So. Ich gucke mal, wie lange wir schon aufnehmen und so. Und oh, sind auch nur noch 4 Zuschauer da. Ist halt dünn. 1:33, okay. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht so genau, was ich machen soll. Ich könnte halt höchstens schon das nächste Rätsel anfangen, aber ich weiß nicht, ob er das als unfair sehen würde. Ich meine, wir können es auch einfach gar nicht werten. Zur Not, wenn es das unfair findet, weil ich kann es ja eigentlich eh nicht. Also von daher, ich probiere es einfach mal. Oh, könnte interessant werden. Oh, das ist komplizierter, als ich dachte. Ja, ich finde es auch gerade echt frustrierend. Aber ja, ganz stört eigentlich das natürlich. Und wenn er jetzt hinten wieder kommt, schnell wieder weg. Probier's einfach mal. Nee, warte, nochmal. So, so das runter. Das am besten auch. Das runter. Ha. Wow, okay. Hab's anscheinend jetzt ein bisschen drin. Aber ich weiß gar nicht, inwiefern zügig, ob ich es jetzt zu wenig hatte. In 4 Zügen hatte ich Sinn. Einen Moment. 1, 2, 3, 4. Ich hab's doch perfekt. Verstehe ich gar nicht, warum ich keine Krone angezeigt kriege. Aber okay. Sieht er nicht. Merkt er nicht, dass ich das schon geübt habe. Also, verpetzt mich nicht. Hallo! Hi! Hab's mit hab's hinbekommen mittlerweile. Ja, Moment mal! Moment mal! Ich sehe da was! Ich sehe es ganz genau! Was? Naja, gut. Ich habe nicht ich schon mal reingeguckt. Nein. Na, okay, ich war ja auch echt eine Weile weg. 2 möglich? Was ist 2? Moment. Okay, ich guck mal. Was ist denn das? Okay, in 2 Zügen das da. Ist das möglich? Muss möglich sein. In 2 Zügen ist es möglich. Ich denke, das geht. Muss ja. Okay. So, dann fangen wir mal an. Okay, das ist voll gemein. Oh. Und wenn er feiern ist, geht er automatisch in die Richtung. Bis er irgendwo anstößt, oder? Ja, bis er irgendwo anstößt, beziehungsweise ein neuer Pfeil kommt. Okay, und wie ist es? Achso, wenn ein neuer Pfeil kommt, dann würde er dem Pfeil folgen? Genau, er folgt einfach immer dem Pfeilen. Mhm. Okay, das muss ja dann theoretisch... da müsste ich ja so auf einen von diesen Pfeilen kommen. Moment, also wenn ich das wegmache und das, aber dann geht das da dran und dann ist das auch so blöd, das ist ja... Okay, warte, Moment. Gibt es irgendeinen Pfeil, mit dem man auf den noch kommt? Ah,
Da ist noch was. Oh Gott. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's. In zwei? In zwei. Nee. Stimmt. Shit. Ja, den blauen hättest du noch wegmachen müssen. Ja, ist die Frage, ob ich das gekonnt hätte. Ja. Warte mal, können wir einen Zug zurück? Nee, einen Zug zurück kannst du, glaube ich, nicht. Ah, doch. Ah. Okay, wenn ich jetzt blau drücke. Ja. Ha. So, ich hab's in vier. Heißt das, ich hab gewonnen? Ja, du hast gewonnen, aber ich hab's perfekt. Okay. Aber du kriegst dann noch ein Grünchen. Ja. Naja, ich hab's noch nicht in zwei Zügen. Ja, aber hast du es denn mal dir angeguckt, wie es aussehen muss? Ja, aber ich mach's jetzt nicht. Och Mann. Wäre ja langweilig. Aber also, irgendwann brauchst du die Krönchen. Ja, irgendwann. Wollen wir die Kuriositäten noch? Moment mal. Hä? Warum jetzt dieser Punktestand? Ja, der war ja vorher schon so. Guck ja, da also, oben. Also das ist ja einfach nur zum Aktualisieren. Ja, aber der ist ja... Hä? Ist ja nicht anders. Eigentlich hätte ich doch jetzt wenigstens zwei Punkte. Nein, einen. Warum? Ich dachte, wir hatten uns geeinigt, man muss es schon in der niedrigsten Anzahl Zügen haben. Ich dachte, in der perfekten. Nein, nee, perfekt wäre ja niedrigste. Achso, ich habe gedacht, in der vorgegebenen. Nein. Nein, ich dachte eher so... Ich habe gedacht, jetzt in der vorgegebenen. Ich dachte eher so, wenn dann schon in der, die man... Wo es nicht niedriger geht. Ja, komm, dann mach halt 27. Danke. So, so. Bestellen? Bestellen. Was, wie war Italienisch? Oder sonst irgendwas? Also na, Italienisch wurde vorgeschlagen, also. Ja. Ach, Quatsch. Moment, das ist jetzt so eine Sache, die sollte man jetzt eigentlich nicht öffentlich sagen, aber ich mach's trotzdem. Ich habe letztens einen Gutschein im Briefkasten gehabt, den würde ich jetzt gern einlösen. Okay. Gut. Ich stehe dazu. Ja. So, dann gucke ich mit euch jetzt erstmal die Kuriositäten an. Ja, Kuriositäten. Wir haben immer noch eine das nicht. Das Poponio. Ja, wo ist die? Muss irgendwie mit dem Film noch sein. Wo hab ich? Irgendwas aus irgendwo. Ein kleines Ei als Souvenir an einem beliebten Touristenort im Süden. Bringt angeblich Freude. So. Und bei Hipper Hut steht eine etwas zu groß braune Kappe, die das Gesicht des Trägers winzig aussehen lässt. Bock auf Pizza? Ja. Ich gesagt nicht, aber ganz gerne auch Pizza mit. Oh. Darauf? Ja, schwer. Okay, dann nehmen wir wieder dasselbe wie immer. Denselben Song nochmal. Royal Reserve Tee. Die Lieblingsmarke derer zu Sachsen, Coburg und vielleicht der beste Tee der Welt. Sachsen-Coburg, alter Schwede. Verstehe ich nicht. Warum ausgerechnet da? Außerdem, momentan bin ich nicht so gut auf Sachsen zu sprechen. Hm. 1:37 später. Ah, das wird mir alles viel zu privat hier. Pizza bestellen, nein, nicht Pizza. Das schneidest du ja raus. Ja, aber es hören trotzdem jetzt Leute. Juhu, Outtakes live. Genau. 20 Minuten später. So, und jetzt sollten wir wieder aus dem Schnitt zurück sein. Hallo zurück. Was? Welcher Schnitt? Der jetzt dann irgendwann kommt. Der war. Der dann kam. Und ja, den wir dann aber später, der später der gewesen sein wird. Jawohl. Ja, genau. So. Ja. Also weiter. Nein, nicht so. Nein. Nein? Nein. Okay, was dann? Wohin? Darunter, ne? Puh. Dann los. Jetzt haben wir die ganze gesamte Gegend durchkämmt und noch immer keinen Hinweis auf Rex oder seinen Verbleib. Wir müssen überlegen, wohin wir gehen würden, wenn wir Katzen wären. Stimmt, aber ich heiße ja immerhin Cat und habe keine Ahnung. Was tust du da? Nichts. Du ziehst mir das Geld aus der Tasche. Tue ich gar nicht. Stimmt, das ist kein Geld. Das ist mein
Das sind meine Motorradpapiere. Ich glaube, für gewöhnlich bevorzugen sie kleine, umschlossene Räume und Aussichtspunkte hoch droben. Aber hier gibt es hunderte solcher Orte. Wir dürfen jetzt nicht den Schwanz einziehen und aufgeben. Sehen wir uns noch mal um. Menschen! Menschen? Wen zuerst? Umgucken brauchen wir ja nicht mehr, weil wir haben ja hinten Menschen. Ja, stimmt. Okay, also Mädchen. Mädchen? Kein Rätsel! Oh, Hallöchen. Was machen Sie denn da? Irgendwas Spannendes? Was zum Spielen? Und Schokolade? Und Lollipops. Lollipops? Wieso Lollipops? Warum Schokolade? Wegen was Spannendem, was zum Spielen. Ja. Und? Ich bin alt. Was? Ich kenne Werbung, die du nicht kennst. Ja. Kinderüberraschung. Okay. Nee, die Werbung kenne ich nicht. Wir suchen nach einer Katze. Sie ist... offenbar da hier im Zimmer. Moment, soll ich mal? Ich weiß was! Einen Moment! Ich bin gleich wieder da, das wird nicht rausgeschnitten! Oh, Maya! Katze gefunden! Maya! So, Katze gefunden, Fall gelöst! Kater! Ach so, oh, na dann, ja, dann bist du leider nicht der Richtige, Entschuldigung. Ich bringe ihn wieder weg. Okay. Bist du sicher? Ich kann das für dich übernehmen. Weiß warum. Weiß ich nicht. Moment, dann. So. Was war seltsam? Der Kater? Hallo. Kater, fangt ihn, esst ihn. Und hier, Mamas, Magma. So. Man sieht doch dann nur, dass ich ein T-Shirt anhab. Ja, wenn du so nah dran stehst. Wenn du ein bisschen weiter weg gehst, sieht man, dass du mehr als nur ein T-Shirt anhast. Ja. Ja. Und wir wollen ja nicht, dass Leute das wissen. Die sollen ja alle denken, dass... Dass wir unten um... Ja, das hat man bei mir ja gesehen. Also definitiv gesehen, dass bei mir unten rum zu viel ist. Schau. Ja. So. Okay.